Ja, fällt natürlich unterschiedlich aus. Erste Halbzeit, gerade im ersten Spiel, war es natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Gegen einen sehr guten Gegner allerdings auch. Den Ball haben sehr gut laufen lassen, ein gutes Positionsspiel gehabt haben. Und trotz allem hätten wir uns da mehr Gegenwehr gewünscht. Gerade in den ersten 30 Minuten, dann im ersten Spiel, in der zweiten Halbzeit war es dann ein Tick besser. Hatten wir dann auch die ein oder andere Möglichkeit. Und haben aber dann in dem Spiel gegen Everton die richtige Reaktion gezeigt und viel mehr Struktur in unserem Spiel gewesen. Das, was wir auch eigentlich jetzt in den letzten Wochen auch gezeigt haben in der Vorbereitung. Von daher war es ein persönlicher Abschluss. Und jetzt gilt es, Spritzigkeit, Frische zurückzugewinnen in den nächsten zwei Wochen dann auch, um komplett fokussiert zu sein dann auch auf das wichtige Spiel in Kaiserslautern. Ja, was nicht gut war, die Gegenwehr. Dann auch, wenn so ein Nackenschlag kommt gegen einen sehr guten Gegner, sich dann schon anders zu verhalten auf dem Platz dann auch und Abstände zu beachten, ist elementar wichtig in der Arbeit gegen den Ball. Das haben wir dann vernachlässigt in Breite und Tiefe. Und im zweiten Spiel war es dann genau das, was wir uns dann auch erhoffen, von der Struktur her, von der Art und Weise, wie wir dann auch Balleroberung hatten, gerade das dritte Tor mit Eddie Fernandes dann auch, der eine sehr gute Balleroberung hatte, dann auch einen guten Abschluss von Robin Quaison. Und jetzt gilt es auch zu erholen. Das hat man schon gemerkt heute auch, dann, dass die Müdigkeit da war und trotz allem gewappnet zu sein in zwei Wochen gegen Kaiserslautern.